Genau, herzlich willkommen. Super, dass noch so viele da geblieben sind. Ich glaube, ich war ein bisschen schlechter in Familie und Co. zu motivieren. Aber ich freue mich auf jeden Fall super drauf, euch heute ein bisschen was zu erzählen über das, was ich so während meines PhDs geforscht habe und auch noch ein bisschen darüber hinaus, was alles mit dem Thema zu tun hat, das Immunsystem und die Auswirkungen unserer Ernährung, also das, was wir uns alles so in uns reinstopfen, was ihr hier hinter mir seht. Ab und zu, was das mit unserem Immunsystem macht, inwiefern es das vielleicht mal besser macht oder schlechter machen kann. Genau, Maike hat gerade schon anklingen lassen, dass ich kein, sag ich mal, waschechter Biologe bin, sondern ich bin so ein Zwischending und zwar nennt sich das Ganze Bioinformatiker. So, um ganz kurz mal zu erklären, was ein Bioinformatiker ist, ich bin quasi eine Mischung aus diesen zwei Leuten hier. Oder versuch's zu sein. Könnt ihr mir kurz in den Chat schreiben, wer das denn sind, links und rechts? Links ist ein bisschen schwer, rechts ist ein bisschen einfacher. Das sind zwei relativ bekannte Persönlichkeiten. Genau, Jane Goodall, perfekt. Und auf der rechten Seite den Informatiker dann noch. Das ist Gates, genau, perfekt. Das hat ja super geklappt. Das sind Jane Goodall, und Bill Gates. Links haben wir quasi einer der bekanntesten, berühmtesten Biologen, die Verhaltensforschung besonders bei Primaten gemacht hat. Und auf der rechten Seite, ja, sage ich mal, ein relativ prominentes Beispiel für jemanden, der sich mit Computern auskennt. Und deswegen habe ich die beiden genommen, weil ich im Prinzip während meines PhDs versucht habe, so ein Zwischending aus beiden zu sein. Also quasi versucht, biologische Daten mit dem Computer zu analysieren. So sollte das zumindest meistens sein. Meistens hat es dann aber eher so ausgesehen, dass ich eine Mischung aus dem Kleinen war und dem Bill Gates hier, der dann eher ein bisschen verzweifelt ist vor dem Computer. So geht es euch wahrscheinlich auch. Und letztendlich war ich dann meistens auch der, der gerufen wurde, wenn irgendwie der Drucker mal wieder nicht funktioniert hat im Labor oder so, weil ich der Einzige bin, der sich mit Computern ausgekannt hatte, mehr oder weniger. Genau, das ist aber, was ich hauptsächlich mache, ist, ich analysiere große Datenmengen, also tatsächlich sehr große Datenmengen, die wir zum Beispiel nicht mehr mit Excel analysieren können und versuche das mit Hilfe des Computers, also mit speziellen Programmierprogrammen dann zu analysieren. So, das kurz zu meiner Person. Lasst uns mal kurz schauen, worüber ich heute euch ein bisschen was erzählen will, und zwar über die Auswirkungen der Ernährung auf das Immunsystem. Okay, warum kann ich über Ernährung und über Immunsysteme sprechen, wenn ich ein Bioinformatiker bin? Ernährung liegt ganz klar auf der Hand. Als Bioinformatiker hat man immer so ein bisschen das Klischee, dass man quasi den ganzen Tag vorm Computer sitzt und quasi den ganzen Tag Softdrinks trinkt oder Pizza isst und so weiter und so fort. Das heißt, das prädestiniert mich dazu, über die Ernährung zu sprechen. Und auf der anderen Seite bin ich quasi, der Biologenpart von mir ist hauptsächlich auf das Immunsystem fokussiert, also wie funktioniert unsere Immunabwehr. Das war jetzt mit ein bisschen Zwinkern. Ich kann euch dazu noch ein bisschen mehr erzählen, also weil ich ein Projekt hatte, was sich spezifiziert hat, auf zu klären, wie die Ernährung sich auf unser Immunsystem auswirkt. Okay, erstmal lasst uns mal schauen, was das Immunsystem irgendwie ist. Das ist zwar ein Begriff, der immer mal wieder fällt und jedem geläufig ist, aber ganz kurz ein Einblick. Das Immunsystem ist ein System, was aus mehreren unterschiedlichen Einheiten im Körper besteht und uns vor allen möglichen Pathogenen schützt, zum Beispiel vor Viren, Bakterien, aber zum Beispiel auch gegen aus körpereigenen Zellen entstehende Tumore. Und dieses Immunsystem ist wie alles, was, also alle unsere Organe, ist natürlich davon abhängig, was wir in uns hineinschütten oder was wir essen, also was unsere Ernährung ist. Und dadurch kann zum Beispiel eine gute Ernährung, kann unser Immunsystem fördern. Eine schlechte Ernährung kann unser Immunsystem aber auch schwächen. Und somit ist es enorm spannend zu wissen, wie die Einflüsse sind von Ernährung auf das Immunsystem. Bevor ich da ein bisschen mehr ins Detail gehe, möchte ich gleich mal sagen, was ihr heute leider nicht sehen werdet, beziehungsweise was ich euch heute leider nicht erzählen kann.
Ihr werdet heute leider nicht hören von mir, was tatsächlich gute und was schlechte Ernährung ist. Ganz einfach, ich bin kein Ernährungswissenschaftler, aber ich werde euch dennoch ein paar spannende Geschichten erzählen. Aber bitte seht mir nach, wenn ich euch nachher nicht irgendwie einen Ernährungsplan rumschicken kann. Das ist einfach nicht meine Stärke und das wär, glaube ich, nicht sehr sinnvoll. Ich kann euch auch nicht sagen, was ihr am besten essen sollt, um nicht an Covid-19 zu erkranken. Ich kann euch wahrscheinlich sagen, was ihr nicht essen solltet, damit ihr ein gutes Immunsystem habt. Und da werden wir gleich mal drauf einsteigen. So, warum ist es denn eigentlich so schwer? Also, warum kann ich euch nicht sagen, was gute und was schlechte Ernährung ist? Zum einen, ich bin kein Ernährungswissenschaftler und ich muss noch eine Lanze brechen für die Ernährungswissenschaftler. Ernährungswissenschaften sind extrem schwierig. Und ich möchte euch hier ein paar Beispiele nennen, warum das dann eigentlich so extrem schwierig ist. Lass uns mal mit einem ganz einfachen Beispiel beginnen. Sagen wir mal, wir würden gerne verstehen, ob ein Apfel gesund ist. Ich meine, wir wissen, ein Apfel ist gesund, aber nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel. Optimalerweise, was wir machen müssten, wäre, wir nehmen 10 Leute und geben denen quasi Essen und dazu noch jeweils einen Apfel. Sagen wir mal pro Tag einen Apfel. Auf der anderen Seite müssten wir natürlich, um den Effekt studieren zu können, ob ein Apfel wirklich gesund ist, den anderen Leuten genau das gleiche Essen geben. Also weitere 10 Leute, denen wir quasi keinen Apfel geben, aber ansonsten genau dasselbe. So. Das Problem hierbei ist, dass der Effekt von einem Apfel zum Beispiel, der ist ja nicht riesig. Also es ist ja nicht so, wenn ich einen Apfel esse, bleibe ich für immer gesund. Und wenn ich nie einen Apfel esse, werde ich sofort sterben. Der Effekt, der von so einem Apfel herkommt, ist relativ klein, wenn man ihn messen möchte. So, das ist ein Problem. Außerdem ist es so, ihr seht schon hier, ich habe das versucht zu verdeutlichen, diese 10 Menschen können natürlich auch oder sind alle unterschiedlich. Wir haben alle einen unterschiedlichen Aufbau. Jonas hat vorhin zum Beispiel über die Gene gesprochen. Wir haben alle unterschiedliche Gene und dadurch verarbeiten wir Nahrungsmittel auch alle unterschiedlich. So, das ist im Prinzip ein Problem. Das könnte man relativ leicht lösen. Man braucht einfach wesentlich mehr Leute. Okay, lasst uns das mal schauen. Einfach mehr Probanden. Anstelle von 10 nehmen wir jetzt mal 10.000. So, lasst uns mal schauen, was da für Probleme jetzt entstehen. 10.000 Menschen, beziehungsweise 20.000, wenn ich die zwei Gruppen haben will, denen ich vorschreibe, dass sie eine spezifische oder eine bestimmte Mahlzeit immer wieder essen müssen und dazu immer einen Apfel, beziehungsweise auf der anderen Seite dann ohne Apfel. Das ist sehr schwer realisierbar. Man kann nicht einfach, wenn man den Effekt von dem Apfel zum Beispiel studieren möchte, dann müsste man das auch über eine lange Zeit machen. Also zum Beispiel über ein Jahr oder über 10 Jahre oder über 20 Jahre nachverfolgen, ob die Leute, die einen Apfel gegessen haben, tatsächlich gesünder sind, weil der Effekt so klein ist, wie ich vorhin gesagt habe. So, das bringt wieder das Problem mit sich, dadurch, dass ich so viele Menschen brauche und die im Prinzip alle einfärchen müsste und dann nur noch kontrolliertes Essen geben müsste, ist das einfach sehr schlecht durchführbar und auch extrem teuer. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn man das jetzt mit dem Apfel mal machen müsste und so sagen würde, okay, pro Kopf braucht man ungefähr so 20 oder 10 Euro pro Essen für 20 Jahre, für 20.000 Leute, also für diese Studie jetzt. Dann bräuchte man allein eine halbe Milliarde Euro, um allein nur das Essen zu bezahlen. Und dann müsste man natürlich auch noch Verwaltungskosten und so weiter zahlen. Das macht Ernährungsforschung extrem schwierig. Ernährungsforscher haben einen kleinen Umweg im Prinzip, wenn sie im Menschen Ernährung erforschen wollen. Sie machen Korrelationsstudien oder Ernährungsepidemiologiestudien. Das heißt, sie machen im Prinzip Befragungen. Wir fragen zum Beispiel 60-Jährige, sage ich jetzt mal, und fragen, haben Sie häufig einen Apfel gegessen? Und dann teilen Sie quasi die Leute, die sagen, ja, ich habe häufig Äpfel gegessen, und die Leute, die sagen, na, ich habe nicht so häufig einen Apfel gegessen, die teilt man dann einfach in zwei Gruppen und schaut, ob die Leute, die gesagt haben, okay, ich esse viel Äpfel, ob die dann früher sterben in den nächsten 10 Jahren oder sowas. Das ist aber natürlich auch extrem schwierig.
Da das zum einen das Problem hat, dass natürlich, was heißt schon viel Äpfel essen, das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Und dadurch kommen zum Beispiel Probleme, aber auch es gibt andere Störfaktoren, wie zum Beispiel vielleicht Leute, die wenig Äpfel essen, machen auch weniger Sport und sterben dadurch schneller. Das sind alles so Probleme, die Lebensmittel oder die Forschung in der Ernährung extrem schwierig machen. Deswegen sind wir meistens gezwungen, auf Tiermodelle umzusteigen, um die Ernährung zu forschen. Und ich werde euch nachher ein paar Beispiele dafür zeigen. Bevor ich das mache, möchte ich aber noch einen weiteren Punkt nennen, warum Lebensmittelforschung so schwierig ist. Ich habe ja schon gesagt, es ist extrem teuer, Forschung zu betreiben. Um trotzdem solche Studien durchführen zu können, ist die Forschung meistens abhängig von Lebensmittelkonzernen. Lebensmittelkonzerne haben, oder wenn man sich die Konsumausgaben von Menschen anschaut, dann geben wir ungefähr 15% für Essen aus oder für Nahrung aus. Das ist extrem viel und das kreiert einen super riesigen Markt, wie ihr alle wisst. Es gibt sehr viele Konzerne, die Millionen an Umsatz machen, dadurch, dass sie uns Essen verkaufen. Okay. Diese Lebensmittelkonzerne, dadurch, dass es um das geht, was sie verkaufen, sind auch manchmal als Sponsoren tätig für Lebensmittelforschung. Und das ist natürlich ein Problem. Es wurde gefunden, dass Lebensmittelforschung, die quasi gesponsert wurde, was ich ganz interessant finde, die gesponsert wurde von irgendwelchen Unternehmen, tatsächlich 4 bis 8 Mal häufiger einen positiven Ausgang haben für den Sponsor als nicht gesponserte Studien. Das heißt, Studien, die gesponsert werden, bringen häufiger positive Ergebnisse vor, die zum Beispiel sagen, okay, Coca-Cola ist nicht gefährlich oder ungesund oder sowas. Das ist natürlich schwierig. Mir ist ganz wichtig, ich will damit nicht sagen, dass alle gesponserten Studien falsch sind oder irgendwie das in eine falsche Ecke drücken. Es ist nur so meistens oder es ist oft so, dass gesponserte Studien vielleicht schon den Fokus ein bisschen verändern von ihrer Fragestellung und dadurch häufiger so in diese Richtung kommen. So, ich habe euch mal 3 meiner Lieblings-Stories mitgebracht, die durch so eine gesponserten Forschungsaufträge quasi zustande gekommen sind. Und ihr sollt dann im Anschluss mal kurz wählen, welcher dieser 3 eure Lieblingsgeschichte ist. Okay? Vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 4 Jahren, gab es zum Beispiel eine Geschichte, ein Forschungsartikel, der hat im Prinzip gesagt, dass Traubensaft Mütter von Teenagern zu besseren Autofahrerinnen macht. Und gesponsert wurde das Ganze von Welch's Food, die ein amerikanischer Safthersteller sind. Tatsächlich wurde auch der Saft von der Firma in der Studie verwendet. Ist natürlich, hat einen sehr faden Beigeschmack, speziell natürlich auch wegen der gesamten Frage, warum man das untersucht oder wie das zustande gekommen ist. Ich möchte nicht sagen, ich habe mir die Studie nicht genau angeguckt, ob das jetzt blanker Hohn ist oder ob der Effekt tatsächlich irgendwie zu messen war, aber es ist natürlich, hat einen schwierigen Nachgeschmack. Eine zweite Geschichte, die ich sehr interessant finde, ist, dass die National Confectioners Association, also im Prinzip eine Zuckerlobby, zu der Skittles und Hershey, amerikanische Süßigkeitenhersteller, gehören, haben eine Studie in Auftrag gegeben, die dann darin resultiert hat, dass herausgekommen ist, dass Kinder, die Süßigkeiten essen, weniger wiegen als Kinder, die keine Süßigkeit essen. So die Studie hat dann im Prinzip, sag ich mal, gesagt, okay, tatsächlich sind quasi Kinder, die Süßigkeiten essen, sind weniger fettleibig als Kinder, die keine Süßigkeit essen. Auch eine Geschichte, wie gesagt, keine Wertung. Es kann sein, dass das so ist, aber hat einen interessanten Beigeschmack. Meine dritte Story, die ich mitgebracht habe, ist, diese Konzerne, so in den 90er Jahren, als die USA merken, dass die tatsächlich, dass die Zahl der Erkrankungen, Diabetes und so weiter, hochgegangen ist, haben sie versucht,
die Ernährung oder eine Ernährungsrichtlinie zu erlassen. Und ihr kennt die sicherlich alle, ihr habt die bestimmt alle gelernt in der Schule oder mal gesehen. Das ist die sogenannte Ernährungspyramide. Und ich fand es ziemlich interessant, als dann irgendwann herauskam, dass 1990, glaube ich, um diese Ernährungspyramide zu erstellen, wurden tatsächlich diese großen Konzerne hier alle eingeladen, in das Institut, was das quasi gemacht hat. Und dann wurde mit denen zusammen diese Richtlinie hier quasi ergeben. Und einer der Sachen, die sehr interessant ist, Kellogg's war da sehr stark vertreten. Die haben zum Beispiel die Zerealien hier auf Nummer 1 gepackt, was wir quasi essen sollen. Und so ist quasi diese Ernährungsrichtlinie oder Ernährungsguideline so ein bisschen durch die Wirtschaft mitgestaltet worden. Wie gesagt, nochmal, mir ist wichtig, nicht jede Forschung, die durch Industrie gesponsert wird, muss schlecht sein. Nur ist das ein sehr, fand ich die drei Geschichten relativ interessant. Und jetzt würde ich ganz kurz eine Umfrage starten. Könntet ihr mal ganz kurz in den Chat schreiben, was davon eure Lieblingsgeschichte ist oder die ihr am unglaublichsten findet vielleicht? Genau, einfach in den Chat schreiben, eins oder zwei. Okay, super. Mir hat gerade schon jemand geschrieben, dass er jetzt mehr Süßigkeiten ist. Ich glaube, ich muss nachher noch mal ein paar Take-Homes präzisieren, dass das nicht der Take-Home ist. Okay, super. Vielen Dank fürs Teilnehmen auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall sehr interessante Geschichten dabei. Ich habe auch schon gesehen, da war gerade eine Frage. Meinetwegen können wir die jetzt gleich stellen. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Die Ernährung beeinflusst ja auch die Darmflora. Könnte man nicht den Einfluss auf die Darmflora untersuchen und das auf die Gesundheit ableiten, eventuell klassifizieren man vorher oder dadurch noch Bakterien als gut und böse, beziehungsweise die Menge als gut oder böse? Natürlich sagt das nicht wirklich etwas über die Gesundheit aus, aber könnte das nicht als Indikator funktionieren? Die Frage wurde von Josh Deep gestellt und Josh Deep spricht über etwas, was sich Darmflora nennt, das kennt jeder richtig, in unserem Magen- und Darmtrakt, also da, wo unsere Ernährung verarbeitet wird und für uns nutzbar gemacht wird, gibt es ganz viele Bakterien. Und die sind aber gut. Das sind gute, sogenannte kommensale Bakterien. Und die helfen uns teilweise, die Nahrung aufzubrechen und für uns verwertbar zu machen. Im Gegenzug haben sie dann auch ein bisschen Zucker und können da quasi leben. So ist der Deal. Man hat festgestellt, dass tatsächlich je nachdem, wie man sich ernährt, sich diese Darmflora ändert. Und das hat tatsächlich ich glaube, so in den letzten 15 bis 20 Jahren hat das tatsächlich sehr viele Publikationen hervorgebracht, die gesehen haben, okay, eine bestimmte Krankheit assoziiert mit einer bestimmten Darmflora. Ich werde da nachher auch noch ein ganz bisschen drauf eingehen. Aber das Thema ist sehr komplex. Das heißt jetzt nicht, wenn ich Schokolade esse, dann bekomme ich zum Beispiel diese Darmflora oder wenn ich keine Schokolade esse, diese Darmflora wieder. Die Punkte, die ich vorher genannt werden zu, warum ist das überhaupt so schwer, gelten hier auch wieder. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und noch als Antwort für dich, Jastieb, das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man sich anschaut. Also die Darmflora ist ein wichtiges Forschungsfeld, um zu schauen, wie denn genau Ernährung auf uns wirkt. Okay, ich werde jetzt mal weitermachen mit der ersten tatsächlichen Story für heute. Und zwar ist das publiziert worden von einem Kollegen von mir aus hier an der Universität Bonn und wurde erst vor ganz kurzem publiziert. Und das sind die Headlines, die quasi die Presse daraus gemacht hat. Hier könnt ihr sehen von der freien Presse das Gold der Muttermilch. Und hier auf der linken Seite, I fucking love science, ist ein sehr bekannter Blog für populärwissenschaftliche Informationen, wo hier gesagt wird, dass Wissenschaftler in der Muttermilch quasi einen geheimen Immunbooster gefunden haben. Okay, schauen wir uns mal an. Das ist die Studie, die ich euch heute ganz kurz vorstellen will. Und zwar heißt die S100A8 and A9 are important for postnatal development of gut microbiota and the immune system in mice and infants. Da geht es nämlich genau darum,
um diese zwei Moleküle. Werde ich euch gleich euch nochmal zeigen, was das ist. Und die positiven Effekte, die damit einhergehen. Okay, lass uns mal ganz kurz schauen, bevor wir da in die Studie eintauchen, was denn genau Muttermilch ist oder was da drin ist. Ihr wisst natürlich, was Muttermilch ist, aber was ist denn da drin? Der Jonas hat uns ja eben schon von Proteinen erzählt. Das ist tatsächlich einer der Hauptbestandteile von Muttermilch. Aber neben den Proteinen sind noch extrem viele andere wichtige Stoffe da drin. Dazu gehören Kohlenhydrate wie zum Beispiel Zucker, Wasser, aber auch viele Fette und andere wichtige Stoffe, die sehr, sehr wichtig sind für Neugeborenes. Die Muttermilch ist quasi die erste Nahrung, die ein Säugling aufnimmt und ist quasi noch so eine kleine Starthilfe für ein Neugeborenes und muss deswegen halt sehr viele wichtige Nahrungsbestandteile beinhalten. Was jetzt in dieser Mitteilung hier als das Gold der Muttermilch bezeichnet wird, ich würde sagen, es gibt viele Sachen, die der Mann sicherlich als Gold bezeichnen würde, aber das, was sie bezeichnet haben, sind die sogenannten Alamine. Okay, wir werden gleich mal schauen, was diese Alamine eigentlich sind. Und da Jonas uns gerade erklärt hat, was Proteinkomplexe sind oder was Proteine sind und wie die aussehen, habe ich hier gleich mal die Struktur von diesem Proteinkomplex mit reingepackt. Alamine ist ein Proteinkomplex und hier ein Proteinkomplex aus zwei Proteinen, die S100A8 und also A8 und A9 heißen. So, lasst uns mal anschauen, was diese Alamine tatsächlich so im Körper alles machen. Okay, bevor wir das machen, müssen wir ganz kurz schauen, wie der Körper eigentlich ein Virus erkennt, bevor wir anschauen können, was die Funktion der Alamine ist. Das Virus, wie Jonas uns zum Beginn seines Talks gezeigt hat, haben auf der Oberfläche quasi Proteine, also Erkennungsstrukturen, die von dem Immunsystem und hier genauer einer Immunzelle, also das Immunsystem besteht unter anderem aus Immunzellen, erkannt werden kann. Diese Strukturen können erkannt werden und wenn sie erkannt werden, das heißt, wenn die Immunzelle sieht, okay, hey, das ist ein Virus, dann wird diese aktiviert, verändert sich ein bisschen und führt dann dazu, dass eine Immunantwort ausgelöst wird. Und das kann zum Beispiel ganz unterschiedliche Sachen sein. Andere Immunzellen mit anderen Funktionen können angelockt werden. Es kann Fieber ausgelöst werden, was dem Körper hilft, die Virusinfektion einzudämmen und zum Beispiel Antikörper können gebildet werden. So, was hat das jetzt mit den Alaminen zu tun? Alamine sind sogenannte Alarmstoffe des Körpers. Immer wenn, lass uns das anschauen, dieser Proteinkomplex befindet sich quasi in jeder Zelle. Ihr wisst ja, unser Körper besteht aus ganz vielen verschiedenen Zellen. Also wir haben Hautzellen, wir haben Gehirnzellen, wir haben Muskelzellen. Alle haben eine andere Aufgabe und sehen ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt hier mal eine Hautzelle aufgemalt und diese Hautzelle besteht zum Beispiel oder beinhaltet auch diesen Proteinkomplex, dieses Alamin, was ich euch vorher genannt habe. So, wenn jetzt diese Hautzelle auf unvorhergesehener Weise oder unnatürlich einen unnatürlichen Tod stirbt und wir können uns später noch darüber unterhalten, was denn ein natürlicher Tod für eine Zelle ist, aber wenn sie einen unnatürlichen Tod stirbt, dann kommt dieses Protein quasi an die Oberfläche und wird quasi freigelassen, was dazu führt, dass diese Immunzelle tatsächlich dieses Protein auch wieder erkennen kann. Und was es jetzt macht, ist, es ist ein bisschen anders als das, was wir oben gesehen haben. Die Antwort ist jetzt nicht, dass Fieber und Antikörper und so weiter ausgelöst werden. Also wird keine Immunantwort an sich ausgelöst, sondern eher eine Immuntoleranz. Das heißt, der Körper schaltet auf Reparatur. Die Hautzelle ist kaputt, also muss ich sie irgendwie wieder reparieren und die Immunzellen helfen so ein bisschen dabei, das zu steuern. So, was hat das jetzt beides miteinander zu tun? Oben die Immunantwort und unten quasi eine Toleranz oder Reparaturausbildung. Das Ganze ist, wenn ein Virus eine Zelle angreift und erkannt wird gleichzeitig, dann wird quasi von der Immunzelle beides erkannt, also der Virus und die Immunzelle. Und das ist nämlich ganz wichtig,
Weil das Immunsystem ist ein super spezifisches System, aber es hat ein Problem. Manchmal schießt es so ein bisschen übers Ziel hinaus, reagiert auf ein Virus ein bisschen zu stark und erhöht das Fieber quasi auf viel zu hoch. Und das ist ein bisschen ein Problem. Und wenn aber die Immunzelle quasi beides erkennt, also auch diesen Alarmin, dann weiß es, okay, da ist was kaputt gegangen. Wir können das ein bisschen, sage ich mal, die Immunantwort ein bisschen abschwächen. Die Forscher in der Studie, die ich euch zeigen möchte, haben jetzt Folgendes untersucht. Dadurch, dass dieser Stoff hier so ein bisschen beruhigend quasi wirkt, haben die untersucht, ob, wenn man diesen Stoff, der befindet sich auch in der Muttermilch, und wenn man diesen Stoff Babys gibt, ob dann das Immunsystem von diesen besser ist gegenüber von den Babys, die das quasi nicht bekommen. So. Wenn man diese Schlussfolgerung oder diese Ausgangslage hat, dann kann man das nicht mit Menschen machen. Man könnte nicht einfach sagen, okay, ich habe hier was, was eventuell schützt und ich gebe das ein paar Menschen oder ein paar Babys und ein paar Babys nicht. Das wäre ethisch nicht zu vertreten. Deswegen haben die Autoren hier in der Studie das Ganze in einer Mausstudie gemacht und haben, um zu schauen, ob das Immunsystem von Mäusen, die dieses Alarmin bekommen, besser sind als Mäuse oder Babymäuse, die dieses Alarmin nicht bekommen. Also wurden Mäuse genommen, die dieses Alarmin an sich nicht haben und wurden dann gefüttert, hier wie in dem blauen, also in dem oberen, wurden dann gefüttert mit der Milch, die dieses Alarmin tatsächlich beinhaltet. Und um eine Kontrolle zu haben, wurden dann auch Mäuse ohne das gefüttert. Und dann wurde geschaut, wie ist das Immunsystem ausgebildet von diesen beiden unterschiedlichen Gruppen. Und dazu wurden die Mäuse infiziert mit einem Bakterium, das heißt Streptococcus aureus, gibt es auch im Menschen und führt hier in den Mäusen quasi zu einer Infektion. Und leider sterben die Mäuse davon auch. Aber was geschaut wurde, ist, welcher dieser beiden Gruppen hat das bessere Immunsystem und überlebt im Prinzip länger. Das ist ein Weg, wie man schauen kann, ob das Immunsystem im Prinzip besser ist. Und das wurde gemacht in dieser Studie und verglichen. Und man kann hier in diesem Plot sehen, wie viel Prozent der Mäuse quasi tatsächlich wie lange überlebt haben. Man sieht, dass die Mäuse, die dieses Alarmin nicht bekommen haben, tatsächlich schneller sterben als die Mäuse, die dieses Alarmin bekommen haben. Und daher haben die Autoren von dieser Studie geschlussfolgert, und unter anderem, sie hatten natürlich noch andere Experimente, haben sie geschlussfolgert, dass diese Alarmine im Prinzip für Mäuse so eine Art oder für das Immunsystem so eine kleine Hantel quasi darstellen, womit das Immunsystem trainiert werden kann und dadurch ein bisschen geschützt ist. Genau, jetzt würde ich euch ganz kurz, bevor ich zur nächsten Geschichte gehe, würde ich euch ganz kurz nochmal Zeit für eine Frage geben, falls ihr eine habt. Ich fange einfach mal an mit einer Frage. Ja. In dem Bild, was du vorher gezeigt hast, wo sie, ich glaube, nach 12 Stunden schon dieses S108A gegeben haben und dann irgendwie 12 Stunden oder 30 Stunden später dann die Mäuse infiziert haben. Lässt sich diese, ich sag mal so, diese Zeitachse so ein bisschen auf Säuglinge übertragen? Ist es, weil zum Beispiel bei einem Säugling, wenn der geboren wird, in der Regel trinkt der ich weiß nicht wie schnell, aber wahrscheinlich früher als in den ersten 12 Stunden von der Muttermilch, die dann eben möglicherweise diesen Stoff enthält. Lässt sich das irgendwie Ja, auf den Säugling übertragen? das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie man das vergleichen kann. Ich weiß auf jeden Fall, bei der Maus läuft es alles schneller ab. Das heißt, das ist sicherlich 12 Stunden wären wahrscheinlich schon so 2, 3 Tage bei einem Menschen, würde ich jetzt mal vermuten. Und ich denke, die Mäuse haben im Prinzip schon nicht nur nach 12 Stunden das bekommen, sondern quasi in den ersten 12 Stunden ihres Lebens. Und wurden dann im Prinzip mit dem Bakterium hier infiziert. Das heißt,
man kann das sicherlich, sage ich mal, auch so ein bisschen übertragen. Es ist immer ein bisschen schwierig, Mausstudien auf menschliche Sachverhalte zu übertragen, aber hier in der Publikation wurde tatsächlich, falls ihr Interesse habt, könnt ihr die hier unten nachschauen, kann man auch oder wurde auch gezeigt, dass es tatsächlich auch im Menschen Unterschiede von diesem Molekül hier gibt und dass das korreliert mit den verschiedenen, ob die Kinder anfänglicher sind für eine Sepsis, also eine starke überschießende Infektion. Mhm. Dann hat die Fredi noch eine Frage, wie oft die Mäuse das bekommen haben oder nur eine einmalige Gabe oder konstant über die ganze Zeit verteilt? Genau, ich bin relativ sicher, dass die das die ganze Zeit bekommen haben, okay. Zumindest in den ersten 12 Stunden konstant bekommen haben und dann oder konstant bekommen haben und dann am Ende geschaut wurde. Aber müsste ich auch nochmal in der Publikation nachschauen. Weißt du denn zufällig, ob, das ist vielleicht eine merkwürdige Frage, aber wenn man jetzt verschiedene Muttermilch vergleicht, sind die Level dieser Alarm oder dieser zwei Stoffe vergleichbar zwischen Frauen? Hängt das wiederum mit ihrer eigenen Ernährung oder zum Beispiel einem eigenen, was für Infektionen haben die Personen in der Vergangenheit durchlebt? Was für Viren oder Bakterien haben die Personen gesehen? Habe ich kurz vor der Geburt einen Burger gegessen oder doch eher einen Apfel? Ja. Weißt du da irgendwas drüber? Dazu hat die Studie jetzt an sich keine weiteren Auskünfte gegeben und kann ich leider auch nicht zu irgendwie Stellung beziehen. Insgesamt ist es so, dass Muttermilch extrem, also der Prozess der Bildung der Muttermilch ist extrem gut kontrolliert, weil natürlich ist es extrem wichtig ist, dass, sage ich mal, saubere Milch an den Säugling weitergegeben wird. Deswegen, es wird viel rausgefiltert, aber man weiß ja von anderen Sachen, dass, sage ich mal, Medikamentenrückstände zum Beispiel sich auch ansammeln können in Muttermilch. Es könnte durchaus eine Beeinflussung geben, aber kann ich jetzt zu dem Thema nicht hundertprozentig genau sagen. Mhm. Dann haben wir noch zwei Fragen aus dem Chat. Einmal nochmal von Jastieb. Wie genau hilft das Alarmin dem Immunsystem? Ich habe auf der vorherigen Folie gesehen, dass das Alarmin dem Immunsystem sagt, dass es quasi die Zelle reparieren soll. Ist das so richtig? Und wenn ja, wie genau kann eine Zelle von außen repariert werden? Mhm. Ja, auf jeden Fall eine interessante Frage. Und zwar, ich habe jetzt hier für diese Studie, gleich bei der zweiten Studie gehe ich ein bisschen mehr ins Detail, habe ich nicht so sehr viel darüber erzählt, wie das Ganze funktioniert, aber alles ist auch noch nicht verstanden, aber diese Alarmine sind tatsächlich so ein bisschen eine Art Training für das Immunsystem. Das heißt, wenn in die Milch kommt, ist das für das Immunsystem so ein erster kleiner Aktivierer oder so eine kleine erste Aktivierung und dadurch wird das Immunsystem quasi so ein bisschen aktiviert und trainiert. Das habe ich auch versucht, mit dieser Hantel so ein bisschen deutlich zu machen. Also das Immunsystem wird durch diese Alarmine trainiert, sensibilisiert und wenn dann tatsächlich ein Infekt kommt, dann hilft das davor, dass die Antwort von dem Immunsystem, gerade weil es halt ein sehr junges, noch nicht sehr gut trainiertes Immunsystem ist, dass das überschießt. Und da du die Frage von gestellt hattest, ja, Stieb, das hat auch viel mit dem Mikrobiom zu tun. Das wird in der Studie auch nochmal genauer sich angeschaut. Hier sollte man vielleicht nochmal gerade sagen, also Mikrobiom, Patrick, bezieht sich gerade auf die Darmflora in dem Punkt. Genau, sorry. Darmflora, was wir vorhin gesagt hatten. Genau. Und dann gibt es noch eine Frage von Fredi, ob es wohl einen Unterschied machen würde, wenn man der Mäuse-Mama, also wenn die Mäuse-Mama Alarmine bekommen würde. Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. In dem Paper haben sie tatsächlich, oder generell wird tatsächlich jetzt in weiteren Experimenten untersucht, ob sich eventuell das Alarmin so ein bisschen als Therapeutikum einsetzen lassen würde. Es ist nämlich leider so, dass wenn Frühchen sterben, dann ist das häufig aufgrund dessen, dass sie eine Sepsis bekommen, also eine überschießende Immunantwort, weil ihr Immunsystem noch nicht so gut trainiert ist, reagieren sie sehr stark auf jeden Kontakt zu Bakterien. Und da sie im Mutterleib quasi vor Bakterien geschützt sind, und dann bei der Geburt zum ersten Mal mit Bakterien in Kontakt kommen,
passiert das dann ab und zu, dass sie quasi so ein bisschen überschießen. Und dazu wird gerade geschaut, ob die Anamine tatsächlich irgendwie therapeutisch eingesetzt werden kann. Gut, Super. Wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich weitermachen, weil ich glaube, ich bin ein bisschen mit der Zeit hinterher. Aber wir haben jetzt auch schon ein paar Fragen geklärt, dann würde ich jetzt einfach weitermachen, oder Maike? Ja, ist in Ordnung. Super. Genau, das war gerade noch die Folie von eben mit den Fragen. Und als kleiner Fun-Fact, da wir ja gerade über Milch gesprochen haben, bin ich bei meinen Recherchen auf etwas sehr Interessantes gestoßen, was ich vorher nicht wusste. Und zwar, dass Milch, also Kuhmilch, wenn wir Kuhmilch trinken, High macht. Das ist sicherlich ein bisschen überspitzt, aber Milch enthält einen Stoff, der heißt Casomorphin. Und Casomorphin, der entsteht quasi aus einem Protein, der in der Milch entsteht, ist ein Morphin. Das heißt, es kann an die Endokannabinoid-Rezeptoren im Gehirn binden und kann dann dem Kopf oder kann quasi in unserem System so ein bisschen Schmerz unterdrücken. Und Schmerzunterdrückung hat immer was mit einem Drogenrausch zu tun. Und deswegen sagt man quasi als kleiner Fun-Fact hier, ich bräuchte jetzt hier den Fun-Fact-Joni für, dass Milch tatsächlich so ein bisschen high machen kann. So, da muss man dazu sagen, ihr werdet von einem Glas Milch, werdet ihr auf keinen Fall irgendwas spüren. Dazu ist einfach die Stärke dieses Morphins ein bisschen zu schwach, also nicht vergleichbar mit anderen Morphine, die wir zum Beispiel kennen, aber es hat eine geringe Wirkung. Kleiner Tipp, wenn ihr ein bisschen mehr Morphin zu euch nehmen wollt, also Casomorphin, ganz wichtig, dann könnt ihr einfach die gleiche Menge an Käse essen. 250 Gramm Käse haben nämlich ungefähr 1000-fach so viel Casomorphin, wie es ein Glas Milch hat. So. Das macht das natürlich nicht oder macht es verständlich, warum unsere Freunde aus Holland ihren Käse so gern haben. Aber kleiner Pro-Tipp, wenn ihr wirklich, wirklich viel Casomorphin zu euch nehmen wollt, dann geht lieber nicht nach Holland oder in die Niederlande und esst Gouda, sondern geht eher nach Frankreich, nämlich Brie hat tatsächlich den bis jetzt höchsten gemessenen Casomorphingehalt ist noch mal ein bisschen höher als das, was ich hier aufgezeichnet habe. Das ist natürlich mit einem kleinen zwinkernden Auge. Wie gesagt, Casomorphin ist nicht so ein starkes Morphin wie andere Morphine. Das kann ich, Jastip hat eine Frage, wie viel Brie-Käse man bräuchte, um wirklich high zu werden. Kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaube, nach 250 Gramm Käse hätte ich, glaube ich, andere Probleme, als wirklich high zu sein, sondern dann würde wahrscheinlich der Magen ein bisschen spinnen. Alright, jetzt würde ich gerne zu meiner zweiten Geschichte kommen und die ist tatsächlich eine Geschichte, in der ich, oder eine Forschungsarbeit, in der ich aktiv mitgewirkt habe. Und wir gehen quasi von der Milch, die high macht, jetzt zu der High-Fat-Diet, also Ernährung, die man oft als westliche Ernährung bezeichnet, weil sie hoch in Fetten ist. Okay? Diese Arbeit ist publiziert und war eine Arbeit zusammen mit einem Bonner Forscher, Eike Latz, und ganz vielen anderen Forschern aus den USA und aus den Niederlanden und federführend von Annette Christ. Und ich habe hier was ich vorhin erzählt habe, die Auswertung der Daten mit dem Computer vorgenommen. So, lasst uns mal schauen, was wir da gemacht haben. Erstmal, was ist denn westliche Ernährung? Westliche Ernährung ist das, was ihr entweder hinter mir seht oder jetzt hier direkt vor mir seht. Ich glaube, das ist sogar ein sehr ähnliches Bild, nur aus unterschiedlichen Winkeln. Westliche Ernährung, was wir als westliche Ernährung in der Forschung bezeichnen, ist genau das hier. Hat bestimmte Marker und zwar hoch in gesättigten Fettsäuren, hoch in Cholesterol, sehr viele einfache Kohlenhydrate, aber wenig Ballaststoffe. Ihr wisst natürlich, dass es alles nicht so gut ist, aber dass es tatsächlich sogar sehr schlecht ist, sieht man hieran, wenn man mal anschaut, diese Ernährung führt zu gewissen Risikofaktoren. Und diese Risikofaktoren sind zum Beispiel hoher Blutdruck oder hohem Cholesterol oder Übergewicht.
Und das sind die unter den Top 4 der wichtigsten Gründe, warum wir Menschen sterben. Also hoher Blutdruck, weil das zum Beispiel die Nummer 1 Todesursache bei Menschen hervorruft, und zwar Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder kardiovaskuläre Erkrankungen. So. Dadurch ist es enorm wichtig zu verstehen, was die Ernährung tatsächlich in unserem Körper anrichtet und wie wir da vielleicht gegensteuern können. Um das ein bisschen zu beleuchten, haben wir uns gefragt, wie wirkt diese westliche Ernährung auf unseren Körper und noch spezifischer auf unser Immunsystem. Um das, wie gesagt, wieder kann man nicht so gut in Menschen machen, und deswegen haben wir das in Mäusen gemacht, dieses Experiment, und haben zwei Gruppen gehabt. Einmal Mäuse, die haben eine Kontrollernährung bekommen, also ganz normale Ernährung. Und auf der anderen Seite Mäuse, die haben eine Western Diet, also eine westliche Ernährung bekommen mit viel Fett, viel Zucker und viel Cholesterol hier. Und dann haben wir die beiden im Prinzip verglichen. Damit man das mal so ein bisschen anschaulicher machen kann für euch, was diese beiden Ernährungen heißt, das ist im Prinzip so eine Art Kontrollernährung. Die beiden haben genau gleich viel Kalorien. Aber die Kalorien, die sie beziehen, ist hier bei der westlichen Ernährung aus 40% Fett und 40% Zucker oder 40% Kohlenhydraten und sehr viele Zucker darunter. Um euch das mal ein bisschen zu verdeutlichen, das wäre im Prinzip, als ob ihr euch von Milka ganze Haselnüsse, und ganze Haselnüsse ist hierbei wichtig, die hat nämlich am meisten Fett ernähren würdet, und zwar für 4 Wochen jeden Tag ausschließlich. Okay? Diesen Vergleich haben wir quasi gemacht, und wir haben dann geschaut, haben den beiden Mäusen oder den beiden Gruppen Blut abgenommen und haben dann versucht zu verstehen, was ist die Auswirkung auf das Blut von der Ernährung, die wir hier sehen. Ihr kennt sicherlich noch dieses Bild, oder je nachdem, wie alt ihr seid, kennt ihr vielleicht dieses Bild. Das ist ein Ausschnitt aus einer bekannten Kinderserie aus den 90ern, glaube ich, oder 2000ern, die heißt Es war einmal das Leben. Und hier wurde in einem Comic quasi erklärt, wie bestimmte biologische Prozesse im Menschen ablaufen. Ihr seht jetzt zwei wichtige Bestandteile des Bluts. Einmal die roten Blutzellen, die hier den Sauerstoff tragen in unserem Blut. Und dann noch die Aufpasser oder die Polizisten hier, die quasi schauen, dass tatsächlich keine Infektion irgendwie hier durchkommt durch unsere Blutbahn. Das sind so zwei Hauptbestandteile des Blutes. Und wir haben geschaut, wie sich diese beiden Bestandteile des Blutes durch die Ernährung ändern. Und was wir gesehen haben, ist tatsächlich, dass in den Mäusen, die die westliche Ernährung gegessen haben, wir mehr rote Blutzellen finden, als in den Mäusen, die normale oder Kontrollnahrung zu sich genommen haben. Das war schon mal ganz interessant. Aber da wir uns mehr für das Immunsystem interessiert haben, und das sind die weißen Blutkörperchen hier, das sind die Immunzellen, haben wir geschaut, ob es hier einen Unterschied gibt und haben gesehen, es gibt gar keinen Unterschied in den Zahlen der Immunzellen zwischen diesen beiden Gruppen. Nun ist es aber so, es gibt nicht nur einen Typen von Immunzellen, sondern es gibt ganz viele Typen. Genauso wie es unterschiedliche Typen von Polizisten gibt, zum Beispiel, sagen wir mal, die Bundespolizei, die Grenzschutzgruppe und vielleicht das Ordnungsamt. Jeder davon hat eine andere Aufgabe. Und genauso haben Immunzellen jeder eine andere Aufgabe. Also haben wir uns die unterschiedlichen Typen an Immunzellen mal angeschaut und haben gesehen, dass bei den Lymphozyten, ein Immunzelltyp, sehen wir keinen großen Unterschied oder zumindest nicht signifikant. Aber bei den Monozyten und den Granulozyten, zwei weitere Immunzelltypen, sehen wir tatsächlich, dass die westliche Ernährung nur zu einer Erhöhung der Anzahl dieser Zellen führt. Und das haben wir hier, was wir hier sehen. Und das fanden wir schon mal ganz spannend, weil diese Monozyten und Granulozyten sind tatsächlich in einer normalen Infektion, werden die häufig auch vermehrt gebildet. Das heißt, diese westliche Ernährung hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass es dem Körper so ähnlich geht, als ob er eine Infektion hätte.
Also hat quasi die Western Diet oder die westliche Ernährung so ein bisschen dazu geführt, dem Körper vorzugaukeln, es gibt gerade eine Infektion oder es gibt gerade eine Entzündung. Das Ganze nennt man, wenn keine Bakterien dafür verantwortlich sind, nennt man sterile Inflammation. Okay, das war schon mal ganz spannend, aber wir haben uns dann weiter angeschaut, was sind denn die Langzeitauswirkungen der westlichen Ernährung und haben folgendes Experiment gemacht. Wir haben wieder Mäuse genommen, zwei Gruppen, und haben nun einmal einer Maus 8 Wochen eine Kontrollernährung gegeben. Und nun haben wir geschaut, okay, was passiert, wenn wir der anderen Maus quasi 4 Wochen diese Western Diet, also diese westliche Ernährung geben und dann danach 4 Wochen wieder auf normale Ernährung zurücksetzen, um so ein bisschen, sage ich mal, wenn man daran denkt, okay, wir schlagen vielleicht beim Essen alle mal über die Stränge, haben vielleicht mal irgendwie eine große Mahlzeit, wo wir irgendwie sehr viel Fett zu uns nehmen, hat das tatsächlich langfristige Auswirkungen. Schon mal hier, 4 Wochen lang hat die Maus sich nur von Schokolade ernährt. Also von Schokolade ernährt, okay? Nur um das ein bisschen einordnen zu können für euch. Ich glaube, wenn ihr euch vier Wochen lang von Schokolade ernährt, würde es wahrscheinlich keinem von uns mehr gut gehen. Okay. Dann haben wir geschaut, zwischen diesen Mäusen wollten wir jetzt verstehen, okay, wie wirkt sich das auf das Immunsystem aus? Und das macht man am besten, indem man das Immunsystem aktiviert. Und das kann man mit LPS machen. LPS ist ein Protein oder ist ein Stoff, ist ein Kohlenhydrat, kein Protein, was quasi von Bakterien stammt. Aber wir geben quasi den Mäusen nicht das ganze Bakterium, sondern wir geben nur diese Kohlenhydrate, und das reicht aber schon aus, um das Immunsystem zu aktivieren. Und dann haben wir gefragt, okay, wie ist das Immunsystem jetzt bei der Maus, die, sage ich mal, sich normal oder die Kontrollernährung bekommen hat, im Gegensatz zu der Maus, die erst westliche Ernährung bekommen hat und dann die Kontrollernährung. Ist nach diesen 4 Wochen, sehen wir da immer noch eine Veränderung. So, und jetzt kommt mal ein ganz bisschen was von dem, was ich tatsächlich mache. Ich hoffe, ich verwirre euch da nicht. Ihr müsst am besten alle gerade mal euch ganz kurz ausschütteln. Jetzt wird es ganz kurz ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, ihr packt das. Was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi von diesen Mäusen wieder Proben genommen und haben nun ganz viele Marker gemessen. Also Jonas hat ja vorhin zum Beispiel gezeigt, dass es Gene gibt und Proteine, richtig? Und die Gene sind, sage ich mal so, die Vorstufe oder der Bauplan für die Proteine. Und den kann man so ein bisschen auslesen. Und wenn man diesen ausliest, dann bekommt man im Prinzip diese Zahlen, die ich hier aufgezeichnet habe. Also für Gen 1, es gibt ganz viele Gene, ungefähr 20.000 bis 40.000 im Menschen. Und wenn man die dann auszählt, dann bekommt man hier für Zahlen, okay? Und je höher die Zahl ist, desto aktiver ist das Gen. Je niedriger die Zahl ist, desto inaktiver ist das Gen. Und das kann uns ein bisschen darüber sagen, wie quasi die Reaktion auf dieses Bakterium ist. Okay, jetzt haben wir diese Zahlen hier für alle bekommen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe nach Genen geschaut, die sich ähnlich verhalten. Wenn ihr mal Gen 1 und Gen 2 anschaut, dann seht ihr, dass die tatsächlich sich irgendwie gleich verhalten. Die sind in den ersten beiden Mäusen niedrig und in den zweiten dann hoch. Genauso das hier und das hier. Das heißt, die Gene sind sich relativ ähnlich, wenn man sich die anschaut. Und wenn man das über alle Gene macht, also ich habe ja gesagt 20.000 ungefähr, wenn man das über, oder beziehungsweise hier waren es 10.000, wenn ich das über 10.000 Gene mache, dann kann ich eine Genaktivitätskarte im Prinzip erstellen. Und die sagt mir ein bisschen, dass Gene, die hier so eine Verbindung haben und sehr nah zueinander sind, das sind die Gene, die tatsächlich sehr ähnlich sind. Und damit kann ich ein bisschen was aussagen über, wie reagiert diese Maus auf dieses Bakterium oder auf dieses LPS als Stimulus. Und wenn man sich das anschaut, dann zeige ich euch hier mal die Ergebnisse. Das ist quasi eine normale Immunantwort. Ihr seht hier, dass ein paar von diesen Kugeln sind im Prinzip schwarz. Das ist eine normale Immunantwort. Das ist im Prinzip alles, was ihr davon mitnehmen müsst. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, die Maus, die erst auf der fettreichen Ernährung war und dann wieder normale Ernährung hatte, ob die genauso aussieht, dann hätte quasi die Ernährung im Prinzip keinen Effekt auf die Immunantwort.
oder ob sie so aussieht. Sie sieht tatsächlich verändert aus im Vergleich zu der normalen Immunantwort. Was man daraus ableiten kann, ist, dass die Ernährung tatsächlich einen Einfluss hat auf die Immunantwort und das sogar nach bis zu 4 Wochen. Genau. Ich hatte euch ja gerade gesagt, wir haben quasi die Mäuse 4 Wochen auf dieser fettreichen Ernährung gehabt und dann wieder 4 Wochen auf normaler Ernährung. Und an dem Punkt dann haben wir dieses LPS, also das Immunsystem, einmal aktiviert. Aber nach den 4 Wochen normaler Ernährung war die Maus immer noch verändert. Und das war sehr spannend, weil wir nun verstehen wollten, wie kann es denn sein, dass die Maus sich im Prinzip daran erinnert? Und wollten so ein bisschen versuchen, wie können wir das Gedächtnis an diese fettreiche Ernährung verstehen? Genau, um das zu machen, möchte ich euch ganz kurz, das sind jetzt die letzten 2 Slides, da bin ich auch durch, erzählen kurz, wie funktioniert denn so ein zelluläres Gedächtnis? Also wie kann sich eine Zelle im Prinzip merken, dass sie eine bestimmte Aktivierung gesehen hat oder zum Beispiel die fettreiche Ernährung aktiviert hat? So, das ist hier die, zeigt euch quasi die Chromosomenanordnung. Ihr habt bestimmt schon mal vom Chromosom gehört. Das ist im Prinzip eine dichte Packung von unserer DNA, also von unserer Erbinformation. Damit die in unsere Zellen passt, ist sie ganz, 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 ganz eng gepackt in verschiedenen Stufen. Hier seht ihr zum Beispiel so einen Schweinekringelschwanz quasi und dann kann man weiter hier gehen. Und es gibt dann so Stellen in dieser DNA, die ist sehr dicht gepackt und ist dann hier durch so Histonproteine quasi sehr dicht gepackt. Und dann gibt es wieder Stellen, die ist ein bisschen aufgerollt. Das ist ein bisschen aufgerollt und das sind die interessanten Stellen, weil an diesen aufgerollten Stellen kann etwas stattfinden, das nennt sich Transkription. Und von diesen Stellen können dann Proteine gebildet werden. Wenn man jetzt untersucht, welche dieser Stellen offen sind, kann man so ein bisschen darüber was aussagen, welche Stellen sind tatsächlich aktiv. Und da das quasi in der DNA gespeichert wird, hilft das so ein bisschen, das zelluläre Gedächtnis zu verstehen. Und wir haben nun untersucht, ob das zelluläre Gedächtnis tatsächlich geändert ist durch die Ernährung, also ob sich das ändert durch die Ernährung. Haben dafür eine Technologie verwendet, das ist ein bisschen ein anderer Plot hier, da sieht man auch wieder hier die offenen Stellen und die geschlossenen Stellen und haben hier diese Technologie quasi verwendet mit einem Enzym, das schneidet quasi die offenen Stellen, aber kommt bei den geschlossenen Stellen nicht ran und dann packt man das Ganze in so eine Maschine rein und kann dann letztendlich dieses Ergebnis aus der Maschine herausbekommen. Und sieht dann die Stellen, die tatsächlich offen waren, wie diese hier, und die Stellen, die geschlossen waren, wo dieses Enzym hier nicht rankommt, wie diese Stellen hier. Und das sieht man dann hier in dem Bereich, wo quasi kein Signal ist. So, und dann haben wir das quasi geschaut, wie sieht das aus in den unterschiedlichen Mäusen und haben tatsächlich zum Beispiel unter anderem, wir haben viele von diesen Signalen gefunden, aber haben gesehen, dass in den Mäusen, die fettreiche Ernährung bekommen haben, wir ein Signal an manchen Stellen finden und in der normalen Ernährung nicht und konnten damit und durch andere Experimente zeigen, dass die Ernährung tatsächlich einen Einfluss auf das zelluläre Gedächtnis der Immunzellen hat. Das heißt, die Ernährung ändert im Prinzip so ein bisschen das Gedächtnis der Zellen und dadurch reagieren die dann letztendlich anders. Okay, damit bin ich dann im Prinzip durch mit meinen 2 Geschichten hier und würde mich freuen, wenn ein paar Fragen kommen und bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch für dass ich hier sein durfte und sprechen durfte. Und ich habe ja den Freunden von Jonas noch was versprochen. Hier gibt es noch ein kleines Foto. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch Prost gern mit euch, da wir hier beim Pint of Science sind. Und als letztes noch, falls ihr jetzt denkt, okay, wir dürfen kein Bier trinken, weil Ernährung schlecht für das Immunsystem. Tatsächlich ist es ganz interessant. Es wurde in der Studie gezeigt, dass wenn man moderat trinkt, das heißt so 1-2 Getränke pro Tag, beziehungsweise also so ungefähr ein Getränk pro Tag, dass das tatsächlich gegen Atherosklerose, also gegen diese
kardiovaskulären Krankheiten ein bisschen hilft. Und ja, ich glaube, das ist das beste Stichwort, was ich heute geben kann. Prost, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich bin gespannt, ob ihr ein paar Fragen habt.